Yo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einem weiteren Part in The Legend of Zelda Breath of the Wild mit mir, Gelator. Jo, ich habe im letzten Part gesagt, ich werde ein bisschen Cash farmen und jetzt fängt es an zu regnen. Das habe ich auch gemacht und zwar habe ich jetzt 14.944. Jetzt wollt ihr wissen, woher habe ich die ganzen Rubine? Das ist ganz einfach. Ich habe erstens ein bisschen hier ein Material verkauft, auch ein bisschen Monstergegenstände und... Und auf jeden Fall das ganze Fleisch, wie ich gesagt hatte. Ich hatte also auf jeden Fall sehr viel Fleischbrocken verkauft. Ich kann euch das nochmal kurz zeigen. Ich war hier vorne, hier habe ich das markiert irgendwo, genau hier. Hier habe ich das markiert mit dem Topf. Das heißt, hier vorne gibt es so eine große Rehe mit Elchen, Wölfen und alles mögliche. Und die geben halt Fleisch, wenn du sie killst. So, und dieses Fleisch musst du dann braten, am besten 5 Stück immer. Und dann kannst du das beim Händler für 210... pro Spieß verkaufen oder bis zu sogar 490 eins, wenn das Luxus oder Edel oder irgend sowas ist. Und ja, dadurch habe ich mein ganzes Cash und ich weiß, wir haben über 10.000. Wir könnten jetzt zu der Fee gehen hier vorne, die hier vorne ja noch wartet auf uns, die 10.000 Rubine will, aber ich werde erstmal die antike Rüstung kaufen und dann werden wir auf jeden Fall, glaube ich, wenn ich mich noch richtig erinnere, ich glaube hier vorne gibt es noch eine Fee, die ich noch nicht aktiviert habe. Und das werden wir als erstes machen. Und dann werde ich wahrscheinlich nochmal Geld farmen, damit wir dann bei der Fee die 10.000 geben und so weiter und so fort. Aber nach und nach. Also ich werde jetzt hier vorne erstmal hingehen und werde mir mal die antike Rüstung kaufen. Auf die ich auch natürlich sehr, sehr heiß bin. Ja, mal gucken, was die für einen Effekt hat. Ja, das Cash-Farmen ist schon ein bisschen anstrengend, muss ich schon sagen. Aber es lohnt sich also, wenn du so einmal quasi das ganze Feld dort gekillt hast, hast du um die 50 Fleisch und wenn du das alles verkaufst, hast du zwischen so, ja, zwischen 4.000 und 6.000 Rubine gemacht. Also ich sag mal, wenn du eine Stunde farmst, hast du gut. Du hast auf jeden Fall 5.000 plus Rubine, wenn nicht noch mehr. Na gut, gehen wir auf jeden Fall jetzt hier rein und werden uns bei diesem Kessel, werden wir uns mal das gönnen. So, was werde ich mir gönnen? Ich werde mir auf jeden Fall... Wir haben auf jeden Fall sehr vieles und ja, die Rüstung. Auf jeden Fall erstmal ein Helm. Piep, piep, piep. Vorgang läuft, bitteschön und weiter. So, das haben wir jetzt einmal gegönnt. Dann werden wir noch die Rüstung. Kostet 6.000 plus diese ganzen... ja, plus die ganzen Materialien von den Blechbüchsen. Aber wir haben ja genug. Also, Antikabwehr. Okay, das heißt, ich kriege dann doch weniger Schaden von den ganzen Monstern. Aber das ist ja okay, ist ja nicht schlimm. Ich denke mal, die Fee, die wir dann gleich finden werden, will wahrscheinlich dann irgendwie so 5.000 haben oder 2.000 oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und ja, so sieht das dann aus. Sieht aus wie so eine Blechbüchse. Ach, sieht schon lustig aus, oder? Link, the Blechbüchse. The Legend of Blechbüchse. Ja, so sieht der gute Held aus. Sieht schon ein bisschen komisch aus, oder? Naja, wir gehen mal kurz raus, mal gucken, wie das hier aussieht. Ah, sieht schon ganz okay aus, also kann man nicht meckern. Jetzt haben wir 6.000 Rubine dafür bezahlt. Warte mal, kann ich nicht ein Selfie machen? Selbstporträt, genau. So, das können wir sowieso nochmal Foto machen. Von der starken Exalanze. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz nice aus, oder? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare, gefällt es euch nicht. Ich finde schon mal ganz schicke. Na gut, da wir das jetzt gemacht haben und auch diese Quest hier abgeschlossen haben, werden wir auf jeden Fall mal gucken, sagt der Typ noch irgendwas? Nee, nee, ich glaube, der sagt nichts mehr, oder? So, funktioniert einmal frei, bla bla bla, Gan und besiegen. Übrigens kann ich dir helfen, bla bla bla. Nee, alles klar, brauchst du nicht, tschüss. Nee. Wir haben gerade frisch gequatscht. So, ganz kleinen Moment. Ja, hi. Ich weiß nicht, irgendwie ist meine Stimme gerade so komisch, habe ich das Gefühl. Gut. So. Ich warte mich jetzt hier vorne hin und dann laufen wir den Weg hier so lang hier hin. Und gucken uns mal dort an, weil ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass auf jeden Fall die eine Fee ist, die uns noch fehlt. Und wir müssen noch zwei Feen bezahlen. Also einmal die, die jetzt wir gleich wahrscheinlich finden und einmal die geldgierige 10k Fee in der Wüste. Ja,
Ja, jetzt sind wir hier angekommen. Jetzt würde ich noch mal ganz kurz was gucken. So, hier steht, dieser Helm ist das krönende Ergebnis von Robellos Forschungen. Er besteht aus Bauteilen von Wächtern und schützt effektiv gegen Angriffe mit antiker Energie. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, das dazu. Wir werden jetzt mal das hier nehmen. Ne, wobei ich bevorzuge schon eigentlich immer mein Set, was ich auch so die ganze Zeit nehme. Ich nehme das hier und das hier. Weil damit können wir erstmal die Monster-HP sehen. Und zweitens können wir damit auch, ja, haben einigermaßen aufgelevelt, sodass wir ein bisschen Verteidigung haben. Muss ich gucken, wie ich lang laufe. So, wir müssen also von hier vorne, hier so lang, dann nach links. Und hier den ganzen Weg hoch. Hatte ich nicht mal hier ein Pferd gefangen gehabt? Ich weiß, da hinten gibt es sicherlich auch noch Missionen. Wir werden auf jeden Fall alle noch alle Ställe quasi so gucken. Oder ich sag mal abfarmen nach Quests. Und wenn wir da halt was gefunden haben, dann werde ich das natürlich machen. Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Es rennt ja nicht weg. Nur ein einziges Wild. Ja gut, man sieht, hier sind wieder die Billiggegner. Ich sag mal, die Gegner, die sehr, sehr schnell wrecken. Oh, ich glaube, wir nehmen mal hier eine Abkürzung. Was war das denn? Ah, hier ist ein Bösewicht. Habe ich dich erwischt? Sein Doppelschuss? Ja, der und seine Schwertbanane. Warte mal, da liegt doch noch ein. Genau. Noch ein 20er und noch ein 5er. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall die Abkürzung nehmen. Juhu, und zwar einfach hier lang. Ich hoffe wirklich, dass da hinten irgendwie eine Fee ist. Weil es gibt 5 Stück. Wir haben 4 entdeckt. Die eine ist halt, wie gesagt, geldgeil mit ihren 10k. Aber das werden wir irgendwann mal bezahlen. Ich muss halt noch ein bisschen farmen. Ihr habt ja gesehen, das dauert ungefähr eine Stunde. Um dann halt, ja, 5 bis 6k zu bekommen. Und wenn ich das halt wiederhole, 2-3 Stunden, dann müsste ich genug Cash in the Tash haben. Ja, hier muss auf jeden Fall irgendwas rein, damit wir halt diese Federn bezahlen können. Und sie schaltet uns wahrscheinlich dann die letzte Stufe frei, damit wir dann die Ausrüstung besser verbessern können. Weil das ist auch so eine Sache. Du kannst, glaube ich, bis Level 5 die Ausrüstung verbessern, aber dafür musst du halt. Was? Brücke des Pferdegottes. Aha. Pferdegott? Leune? Übrigens, Leune, was mir jetzt gerade auffällt, wir hatten noch irgendwo hier vorne so einen Dom gehabt. Warte mal, das war. Genau hier. Diesen Leuen haben wir noch nicht besiegt. Den werden wir auf jeden Fall auch noch besiegen. Einfach irgendwann mal baue ich den mit ein, dass wir dorthin laufen. Ich verhau den. Er verhaut uns. Aber im Endeffekt gehen wir als Sieger aus dem Dom raus. Tatsache, da hinten ist eine Fee. Haha. War ich jetzt doch hier richtig? Das ist sehr cool. Das ist also sehr, sehr cool. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus hier. Warte mal, da gab es sogar Zeug, was ich noch nicht hatte. Ja, da war doch gerade Fragezeichen. Ist es etwa weg? Ach, das sind Frösche. Nee. What Frösche? Die kenne ich doch schon. Nee, da war auf jeden Fall irgendwas. Nehmen. Hitling. Also irgendein Viech bin ich gerade begegnet. Was ich noch nicht hatte, war mit Fragezeichen markiert. Also gibt es noch irgendwelche. Oder war das vielleicht hier das Schmetterling? Na, Frosch, wo willst du hin? Da verschwindet es einfach irgendwo in die Ritze. Unbelievable. Na gut, gehen wir jetzt mal rein und gucken, wie viel sie will. Du, junger Mann. Bitte hör mich an. Okay. Ich bin. Man nennt mich Marlon. Meinst du, jeden Schmerz erlebt? Musstest du je den Schmerz erleiden, den geliebten Pferd zu verlieren? Was? Pferd zu verlieren? Was laberst du? Nein? Ich glaube nicht. Wenn ich meine Kraft zurückerhalte, könnte ich dir da vielleicht helfen. Du brauchst nur Rubine. Und ein fast kleiner Betrag könnte helfen. Du brauchst nur 1000 Rubine. Oh ja, das geht. Wenn ich zu meiner alten Form zurückgefunden habe, habe Pferdefreude Grund zur Freude. Haben Pferdefreunde Grund zur Freude? Okay.
Gut, dann hast du jetzt hier meine 1000 Rubine. Ach, die wird so geldgeil auch und wollte 5000. Das heißt, wir brauchen gar nicht so viel zu farmen. Das heißt nur gerade mal 2000 und dann können wir auch bei der nächsten Fee hingehen. Und dann haben wir alle Feen befreit und dann können wir auch maximale Ausrüstung machen. Oh, das wird wahrscheinlich voll in die Materialien gehen. Ja, die sieht ja lustig aus. Ja, was ist das? Ist das eine Fee? Ja, ich war ganz schön lang in der Knospe eingesperrt. Ich habe überall Krämpfe. Hast du mich befreit? Das ist ja gar keine Fee, das ist ja irgend so eine Voodoo-Hexe, oder? Ich bin Mola, ich bin Gott des Pferde. Bin der Gott der Pferde. Pferde haben eigenen Gott? Okay. Für meine Befreiung hast du eine Belohnung verdient. Was mache ich da am besten? Soll ich dich fressen? Boah, mit Salz. Mit Salz, okay. Nein, das war nur Spaß. Wenn du dein geliebtes Pferd durch einen Schicksalsschlag verlierst, kann ich es ins Leben zurückholen. Wenn du dagegen mutwillig dein Pferd um sein Leben bringst, dann erwarte keine Gnade von mir. War nur Spaß. Lass mich mal sehen. Du kümmerst dich um deine Pferde, sie scheinen alle wohlauf zu sein. Das Band der Freundschaft zwischen dir und deinen Pferden ist außergewöhnlich. Echt? Jetzt sage ich dir mal was, du Pferdegott. Ich benutze hier in dem Spiel fast gar kein Pferd. Ich bin ausschließlich mit Teleport-Schnellreisesystem unterwegs, von Schrein zu Schrein, und da brauche ich keine Pferde hier. Ganz ehrlich. Teile weiterhin dein Leben mit deinen Pferden, lebe es in vollem Galopp bis zum Ende. Okay, diese Fee macht uns komischerweise, ist gar keine Fee. Das heißt, bei der können wir gar nichts verändern. Das heißt, es gibt doch nur vier Feen. Weil das zählt ja nicht so als Fee, das zählt ja irgendwie so als, ja, als irgend so ein Pferdegott. Also ich kann echt nichts machen, keine Ausrüstung. Das heißt, gibt es nur Maximalstufe 4? Pro Fee eine Stufe. Ja, das heißt, wir müssen tatsächlich dann die, ja, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Cash farmen wieder. Damit wir dann auf jeden Fall dann, ja, die 10.000 Rubine zusammenbekommen. Und diese Fee die 10.000 Rubine in ihren, ja, wo auch immer reinstecken. Vielleicht kauft sie sich ein schickes Kleid davon. Man weiß es nicht. Frage ist doch, was möchte sie mit diesen 10.000 Rubine? Vielleicht geht es einfach nur schick einkaufen. Man weiß es nicht. Man vermutet es. Vielleicht schenkt sie das auch ihrem Geliebten, der irgendwo am Arsch der Welt wohnt, der irgendwie gerade Geld braucht und deswegen sammelt sie da 10.000 Rubine für ihn oder wie auch immer, keine Ahnung. Gut, das haben wir jetzt gemacht. Wir haben jetzt im Endeffekt festgeschlossen, dass hier ein Pferdegott ist. Marlons Quelle. Okay. So viel dazu. Es sind auf jeden Fall noch einiges an Quest offen. Ich gehe mal vorne zu dem Dorf des Soras. Zora. Da haben wir auf jeden Fall noch ein Rüstungsteil. Uns fehlt noch ein Rüstungsteil, dafür müssen wir noch irgendeine Quest hier machen. Hier gibt es auch sicherlich noch andere Quests. Aber ich fange mal einfach schon mal an, hier die Quest dann zu machen. Und ich muss mal gucken, wann ich dann noch die bisschen, ja, das Cash, was uns noch fehlt für die 10.000 Fee. Also 10.000 Kaffee. Und muss ich mal gucken, wann ich das farme. Und dann können wir sie auch quasi befreien und damit, glaube ich, dann die Ausrüstung komplett verbessern, sofern wir halt die Monstermaterialien dafür haben. Oder Ausrüstungsmaterialien, wie auch immer, ihr wisst Bescheid. Jo, da sind wir hier angekommen. Mal gucken, ob wir irgendwas mitnehmen können. Nee, natürlich sind unsere Taschen wie immer voll. Jetzt muss ich halt gucken, wer mir die Quest gibt. Also im Prinzip ist es, glaube ich, doch einfach zu sehen, weil die Leute hier, die müssten ja so ein Fragezeichen bzw. ein Ausrufezeichen auf dem Kopf haben. Die haben alle nichts. Aber hier gibt es auf jeden Fall noch ein paar Quests, das weiß ich. Okay, der hat nichts. Der hat auch nichts. Ah, der hat eine Quest. Erst hier graben und da. Oh, Verzeihung. Ich gehe im Kopf gerade meine heutige Arbeit durch. Und das war's. Hallo? Hast du nicht eine Quest für mich?
dachte, die Leute, die so ein Ausrufezeichen haben, heißt doch, dass die für uns Quests haben. Hä? Irgendwie, oder ich habe die Quest verpasst, das kann auch sein, aber warum? Na guck mal, jetzt hat er wieder sowas. Ah, der Hylianer. Du hast Ruta besänftigt. Ich kann meine Dankbarkeit gar nicht genug zum Ausdruck bringen. Aber dennoch sind die von Ruta verursachten Schäden immer noch zu spüren. Deswegen repariere meine Kollege Uga und ich das Dorf. Leider geht uns immer das Material aus. Ja, was denn für eins? Nun, Reparaturen erfordern immer eine Menge Leuchtsteine. Im Zora-Hochland sieht man sie überall. Hast du auf der Reise vielleicht welche gefunden? Es wäre eine große Hilfe, wenn du mir 10 Stück davon geben könntest. Ja. Der Leuchtsteinbruch. Wenn das nicht mein Hylianer ist, wie kannst du mir helfen? Hier, ich habe die Leuchtsteine dabei. Ich glaube, ich habe so um die über 100 oder 80. Danke, du hast wirklich 10 Leuchtsteine für mich. Dann lass mal schnell nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, das ist wirklich alles, das wir haben wollen. Ich nehme dir die Leuchtsteine mal geschwind ab. Und natürlich sollst du auch belohnt werden. Oh, ein Diamant. Sehr gut. Ich lege sogar noch einen drauf. Noch ein Diamant, 2 sogar. Du bist unser Retter. Wenn du wieder 10 Leuchtsteine hast, dann gebe ich dir nur einen Diamanten. Nee, ich glaube nämlich, ich muss mal kurz euch was zeigen. Ich muss mal hier einen Job finden. Hier kann ich verkaufen, ne? Weil für einen Diamanten bekommen wir 500. Und wenn wir 10 Leuchtsteine bekommen, bekommen wir 700. Weil einer ist, glaube ich, 70 wert oder 80. Also kriegen wir sogar 800. Muss mal kurz gucken. So, ich will verkaufen. Und zwar kann ich euch das mal zeigen. Ich habe nämlich ganz viele Leuchtsteine. Hey, wo seid ihr? Leuchtsteine. Hallo? Opas? Hä? Wo sind... Ach hier, das sind die Leuchtsteine. Genau, wir bekommen 70. Also, wenn wir 10 Stück verkaufen, bekommen wir 700. Und wenn wir halt einen Diamanten verkaufen, bekommen wir 500. Also es ist gar nicht ratsam, die Quest jetzt nochmal zu machen, weil da kriegen wir weniger Geld. Es sei denn, er gibt uns 2 Diamanten, aber er gibt uns das erste Mal 2 Diamanten. Sonst gibt er nur einen Diamant und ja. Gut, das war aber nicht die Quest, die wir machen wollten, aber trotzdem machen wir die jetzt schon mal fertig. Man kann die, glaube ich, auch immer wieder machen, oder? War das so eine Quest, die man immer wieder machen kann? Nee, die haben wir fertig. Geschafft. Boah, 21 von 76. Also, es gibt noch sehr vieles zu tun. Das mit den Schreinen ist eigentlich fertig. Man muss die halt noch einfach irgendwo abholen, die Quest. Und dann wird sie als bestätigt gemacht. Ansonsten muss ich mal kurz weiterschauen. Wo sind denn hier? Ja, hier halt die Quest zu finden, wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Naja, vielleicht haben wir das doch schneller. Aber wir haben ja ein bisschen Zeit. Also wir werden uns mal hier ein bisschen umschauen. Na guck mal, der Kleine hier, der läuft. Hast du eine Quest für uns? Was ist? Onkel! Du siehst aber komisch aus. Ja, weil ich ein Hylianer bin, ist doch klar. Ein Hylianer? So, sehe ich zum ersten Mal. Komm Hylianer, ganz weit weg. Dann hast du vielleicht auf dem Weg meine Mama gesehen. Sie heißt Edur. Seit das Wassermonster wild geworden ist, ist sie verschwunden. Naja, ich bin ziemlich sicher, sie wird bald wieder nach Hause kommen. Deshalb möchte ich hier an der Stelle ein paar Kröten für uns dazu verdienen. Was für Kröten? Meine Mama ist immer noch nicht vom Fischefang zurück. Also will ich hier an der Stelle ein paar Kröten dazu verdienen. Spurtkröten, um genau zu sein. Was guckst du denn so? Mein Mitleid brauchst du nicht? Fang dir doch mal lieber ein paar Spurtkröten. An regnerischen Tagen findet man sie besonders leicht. 5 Stück wäre ein Anfang, okay? Ja, hier, bitteschön. Hier hast du die Kröten. Ich habe auch ganz, ganz viele. Wirklich? Ja. Ja, bitteschön. Oh, da wollen wir mal 10. Do, re, mi, fa, sol, la, si.
So, oh, du hast wirklich 5 Stück für mich gefangen. Dann gebe ich dir das hier als Belohnung. Ein Rüstgras. Wow. Das nennt man anscheinend Rüstgras. Ich habe es gepflückt, weil es so selten ist. Aber eigentlich kann man gar nicht damit anfangen. Eigentlich schon. Also man kann damit kochen und dadurch Verteidigung hochmachen. Und das ist sehr, sehr gut. Also ist das Rüstgras doch schon gut. Und hier ist noch eine Quest. Gibt es ja auch viele Quests. Schön, dass Ruta sich beruhigt hat. Ja, sehe ich auch so. Hast du was für mich? Oh, du bist es, Link. Tut mir leid, ich habe nur mit mir selbst geredet. Gab es Probleme? Nun ja, meine Frau Dibur ist verschollen. Und das schon seit einiger Weile. Genau gesagt war es kurz nachdem Waruta zurückgedrängt worden ist. Sie ist Fische fangen gegangen. Ja, okay. Selbst jetzt, wo Ruta sich wieder beruhigt hat, ist immer noch nicht zurück. Ich male mir schon das Schlimmste aus. Ich hatte nicht gehen lassen dürfen. Ach, na gut, ich werde sie suchen. Link, du hast nicht nur unser Dorf gerettet, sondern willst jetzt auch noch meine Ebo suchen? Du bist wirklich ein wahrer Recke. Wenn du sie findest, werde ich dich unendlich dankbar sein. Davongetrieben. Jetzt muss ich mal gucken, ob das markiert ist. Das ist wahrscheinlich markiert, ne? Ja, toll, das ist hier markiert, aber wo genau das jetzt hier ist, habe ich keine Ahnung. Na gut, auf jeden Fall haben wir schon mal die Quest. Ich glaube, hier gibt es noch die nächsten Quest. Der hat noch eine Quest. Hallo? Oh, du bist es. Erstaunlich. Ich nicht an meine. Was, erinnerst du dich nicht an meine Wendigkeit, Rüd? Ich stand auf dem Turm, wo Prinz Sidon mich zurückließ. Mir gelang es nicht, den Prinzen auf mich aufmerksam zu machen. Also fasste ich mir irgendwann ein Herz und sprang kopfüber den Zora-Fluss. So kam ich hierher zurück. Als ich beim Springen meines eigenen Spiegelbild auf der Wasseroberfläche sah, da habe ich mich verliebt. In wen? Meine Wendigkeit hat eine Erleuchtung. Es gab auf der Welt nichts Schöneres als einen Körper im Sprung. Du hast von König Dorepfan die Zora-Rüstung erhalten, nicht wahr? Mit Hilfe der Zora-Rüstung kannst du selbst als Sylianer Wasserfälle hinaufschwimmen und so wieder hochkommen. Würdest du meiner Wenigkeit einen Gefallen tun und den Sprung nach und mir einen Sprung demonstrieren? Los, mach einfach einen Körper in den See unter uns. Der Körpersprung. Muss ich davor die Rüstung anziehen? Warte mal, ich ziehe mal die Rüstung an. Das war's? Das war doch kein Körpersprung. Oder will er, dass ich hier hochkomme? Ah, der will wahrscheinlich, dass ich hier hochkomme. So. Irgendwie klappt das nicht. Hallo? So. Hat das geklappt? Komm schon. Spring doch einfach. Mit Hilfe der Zauberrüstung kannst du bla bla bla. Ja, aber. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, bla 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 bla. Okay, wahrscheinlich will er, dass ich von hier unten hochschwimme und dann einfach irgendwie von dort oben nochmal runterspringe. Aber ohne den Gleiter. Juhu! Und war das das? Ich habe sonst keine Ahnung, was ich hier machen muss. Hallo? Das ist kompliziert. Der macht nicht einfach so einen Körper. Komm schon, spring doch einfach. Ja. Vielleicht, ach so, vielleicht will er auch, damit wir die Kopfbekleidung haben. Springen? Du bist doch ein Abenteuer, dann musst du dich auch das ein oder andere Mal so einen Sprung vollführt haben. Würdest du das meiner Wenigkeit nicht bitte vorführen? Einfach einen schönen Körper ins Wasser, ganz gerade. Bla 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 bla. Also ich habe keine Ahnung, was ich hier bei dem Typen machen muss. Naja, werden wir auf jeden Fall noch rausfinden.
Gut, da würde ich mal sagen, dass wir hier den Part beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.